Sie und Ihre Kollegen wollen da rein. Wenn es um Entscheidungen im Münchner Stadtrat geht, will die FDP ordentlich mitmischen. Das Ziel für die Kommunalwahl 2020 steht fest. Das war eine ziemliche Delle beim letzten Mal. Wir hatten ja davor schon Ergebnisse von 6-7%. Und ich glaube, dass wir jetzt so gut sind und auch eine sehr, sehr gute Truppe haben, sehr bunt gemischt, Männlein, Weiblein, alt, jung, mit viel kommunalpolitischer Erfahrung, dass wir durchaus auf 8% kommen können. In den Ratskeller haben es die Stadtratskandidaten der FDP schon mal geschafft. 10 ganz unterschiedliche Menschen an einem Tisch auf einer Liste. So bunt und vielfältig sind auch die Themen, mit denen Sie in den Stadtrat wollen. Mich beschäftigt das Gesicht unserer Stadt. Hier am Marienplatz ist es wunderschön, aber in den Außenbezirken haben wir viele Viertel, wo man noch sehr viel mehr Lebendigkeit hineinbringen könnte, wo es kleine Geschäfte fehlen und es gibt Kino gibt es nicht. Wir brauchen mehr urbanes Leben in den Randbezirken. Ich denke, das Thema Verkehrspolitik ist ganz wichtig. Da müssen wir sorgen dafür, dass München vorankommt und zwar alle Münchner vorankommen, egal ob sie mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem ÖPNV unterwegs sind. Das ist ganz wichtig. Es geht um Vorankommen. Nicht ums Gegeneinander ausspielen, nicht ums Gegeneinander ausbremsen. Ich werde mich stark machen für die Queer-Themen in der Stadt München. Gerade in einer Zeit, in der die AfD auf einem aufsteigenden Ast ist und Ressentiments gegenüber Minderheiten wieder salonfähig gemacht werden, müssen wir auch diese Themen im Auge haben und dann Zeichen dagegen setzen, dass in unserer Stadt jeder willkommen ist und sich jeder auch sicher fühlen kann, der bei uns leben möchte. An einem festen Wahlprogramm wird noch gearbeitet. Dabei sein sollen auf jeden Fall Digitalisierung, Städtebau und Verkehrspolitik. Da liegen ja schon Angebote der Grünen auf dem Tisch, möglichst alles zu schließen, möglichst viele Parkplätze abzubauen. Das ist sicher wenig überraschend nicht unser Weg. Wir glauben an einen richtigen Verkehrsmix. Wir wollen Angebote statt Verbote. Alle Kandidaten haben ein Ziel, vom Ratskeller ein paar Etagen nach oben ins Rathaus.